Mann. Und wir wollen jetzt mal diejenigen fragen, die jetzt hier heute auf dieses Jahr vor allen Dingen auch zunächst mal ankommt, nämlich die Delegierten. Und das tut für uns mein Kollege Heinz Abel. Und ich befinde mich hier sozusagen im hohen Norden, hier in der Westfalenhalle. Der Landesverband Schleswig-Holstein, das soll heute meine erste Station sein. Sönke Rix, Kerstin Eickhoff-Weber, zwei Delegierte aus Neumünster und Eckernförde. Frau Eickhoff-Weber, Ihr Landesverband hatte in den letzten Wochen ja nicht wirklich viel Freude gehabt. Im Mai ging die Landtagswahl verloren, die Regierung haben Sie verloren. Mit welcher Einstellung sind Sie denn jetzt hier zum Parteitag gekommen? Mit viel Zuversicht. Sie sagten, die verlorene Landtagswahl ist eine große Enttäuschung. Aber Landtagswahlen sind Landtagswahlen, Bundestagswahlen sind Bundestagswahlen. Und die Erwartung ist, dass wir heute mit einem starken, mit einem realistischen, aber zukunftsorientierten Programm uns aufstellen und auf den Weg gehen von Dortmund wieder in die Länder und dann kämpfen für eine Bundestagswahl am 24. September. Die Niederlage bei der Landtagswahl war ja so nicht erwartet worden, schon gar nicht mit dem sogenannten Schulz-Hype im Rücken. Hat Sie das überrascht? Natürlich ist diese Landtagswahl eine Enttäuschung, aber ich glaube, Sozialdemokraten zeichnet auch aus, die Dinge dann so zu nehmen, wie sie sind und aus der Herausforderung, aus der Aufgabe der Kraft zu schöpfen. Und da sind wir heute hier, um das miteinander zu tun, um ein Zeichen für einen Anfang zu setzen und um wieder loszugehen, um das Thema Gerechtigkeit, was ja nun in Schleswig-Holstein sehr verankert ist, zu nehmen und damit in den Wahlkampf zu gehen. Herr Rix, kommen wir zum Parteitag, zu den Themen hier auf dem Parteitag. Welche sind Ihnen denn wichtig? Ihr Spitzenkandidat Martin Schulz spricht von Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit. Ist das auch Ihr Thema für den Bundestagswahlkampf? Gerechtigkeit, Zukunft, Europa, das sind die Themen. Ich finde, man kann sie wunderbar miteinander verknüpfen. Gerechtigkeit und Zukunft ist für mich vor allen Dingen eine Entlastung und Förderung von Familien. Ich finde, das Steuerkonzept und das, was wir familienpolitisch da aufgeschrieben haben, ist eine wirkliche Antwort auf die Familien, die fragen, wie geht ihr eigentlich mit uns um, wie entlastet ihr uns, wie fördert ihr uns? Wir haben eine Antwort, die Union hat keine Antwort. Beim Steuerkonzept fällt mir direkt das Stichwort Vermögensteuer ein. Das war umstritten bis heute. Es soll ja hier auf dem Parteitag offensichtlich einen Konsens geben. Aber wie sehen Sie das? Ist die Vermögensteuer wichtig oder ist sie verhandelbar, wegverhandelbar? Wir machen jetzt ein Programm für die nächsten 4 Jahre. Und da wäre es vermessen zu sagen, dass wir in diesen 4 Jahren auch die Vermögenssteuer einführen können. Wir müssen auch die Gerichtsurteile abwarten. Aber zu sagen, dass es weiterhin unser politisches Ziel ist, Vermögen höher zu besteuern, glaube, das kann man aufschreiben. Frau Eickhoff-Weber, kommen wir doch mal auf die Rente. Eins der zwei großen Themen, die in den letzten Wochen auch sehr präsent vorgestellt wurden. Um es mal ganz knapp zu sagen, Andrea Nahles, Martin Schulz sagen, 48%, da wird gedeckelt und 22% soll maximale Belastung der Einzahler sein. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und nicht in die allzu ferne Zukunft, sehen wir ja doch demografisch einen Abfall. Wer soll denn das bezahlen in Zukunft? Wir haben ja ein solide, gerechtes Konzept vorgelegt. Das ist ja etwas, was man der SPD manchmal so ein bisschen belächelt, dass ihr immer alles durchrechnet, dass ihr so konsequent seid. Ja, das sind wir. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Das sind ganz klare Zahlen, die sind ehrlich, die stehen. Darauf können sich die Bürger und Bürgerinnen verlassen. Wir haben dann diese 4 Jahre und wie es dann auch sich weiterentwickelt, wie es weitergeht, ist dann verantwortlich und ehrlich zu beschreiben und zu lösen. Und von Ihrer Seite, welches Thema ist für Sie hier auf dem Parteitag das Wichtigste? Mein zentrales Thema ist ein Herzensthema der SPD, Bildung. Kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule, in der dualen Ausbildung, für Lehrberufe, für Akademiker. Bildung ist das zentrale Thema, um dieses Land auch für die Zukunft stabil und stark aufzustellen. Was sagen Sie denn dazu, dass Fachleute mittlerweile sagen, es ist Quatsch, völliger Quatsch und auch sozial ungerecht, Kita kostenfrei generell zu machen? Es wäre viel besser, die Kita partiell, also bei Bedürftigen, kostenfrei zu machen. Die Menschen, die zahlen können, sollen Kita-Gebühren weiterzahlen. Sagen die gleichen Fachleute auch, dass sie Schulgebühren einführen wollen? Also ich halte da die Fachleute nicht für wirkliche Fachleute. Es geht ja auch um eine Entlastung von Familien und deshalb die Kita-Gebühr auch abzuschaffen. Es ist ja nicht nur ein Zeichen, dass wir sagen, Bildung soll grundsätzlich frei sein, unabhängig vom Einkommen, sondern es ist auch ein Entlastungsbeitrag für Familien. Und da ist es schon so, dass auch die, sag ich mal, Familie eines Facharbeiters sich schon überlegen muss, ob man 300 oder 400 Euro Kita-Gebühren zahlt. Und von daher ist es nur eine richtige Antwort an die Familien. Ich glaube, die Fachleute liegen da falsch. Wunderbar. Eine Frage muss ich noch an Sie stellen dann. Wenn wir uns den Spitzenkandidaten angucken, Martin Schulz, er ist mit einem Hype gestartet, viel Vorschusslorbe, das ist jetzt alles wieder abgeschmolzen. Wir bewegen uns jetzt auf Gabriel-Niveau, um das mal ein bisschen salopp zu sagen.
Was meinen Sie, haben Sie den richtigen Kandidaten? Hat er vieles richtig gemacht oder gibt es Verbesserungsbedarf? Also das mit dem Niveau ist so eine Sache. Wir sind natürlich noch deutlich drüber und dass da Bewegung drin war, war uns da von Anfang an klar. Ja, er ist der richtige Kandidat. Er ist derjenige, der dieses Programm aufrecht und mit absolutem Nachdruck und mit viel sozialdemokratischem Herzblut darstellt. Und dafür wollen wir ihn, dafür unterstützen wir ihn und dafür werden wir mit ihm in diesen Bundestagswahlkampf gehen. Frau Eickhoff-Weber, Herr Rix, vielen Dank für das Gespräch. Soweit einen kurzen Stimmungseinfang hier bei den Schleswig-Holsteiner Delegierten sozusagen aus dem hohen Norden. Wir schauen mal, wie weit wir uns bis in den Süden heute hier durchkämpfen auf dem Parteitag. Erhard Schärfer wird Ihnen jetzt mehr zum Programm sagen.